Ulm 4. So klingt jetzt. Extra Spartage bei Zurbrücken. Das Bremen 4 Landwetter. Mit aktuell 7 Grad in Bremen, 9 in Bremerförde, Bremerhaven und Nordenham kommen immerhin auf eine zweistellige Temperatur von 10 Grad. Das wird noch ein bisschen wärmer heute. 16 bekommen wir im Laufe des Tages. Dazu erst Sonne, später mehr dichte Wolken und ab und zu kann es auch einen kurzen Regenschauer geben. Morgen dann meistens stark bewölkt, weniger Sonne als heute, ab und zu Regen. Die Temperaturen unverändert bei 16 Grad. 8 Uhr. Die 4 News. Ist Maike Gerstmann. Resistente Keime tauchen vermehrt in Krankenhäusern auf. Assad nennt Plan für Vernichtung von Chemiewaffen und Dortmund startet mit Pleite in die Champions League. Und die nächsten 4 News gibt's um 8:30. Bremen 4. Verkehr. Jetzt ist es 8:04 und wir haben eine Warnmeldung. Vorsichtig bitte auf der A7 Hamburg Richtung Hannover zwischen Westenholz und Schwarmstedt. Steht nämlich ein defektes Auto. Und die A1 Bremen Richtung Hamburg zwischen Uphusen-Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz im Moment 1 Kilometer Stau. Folgende Blitze habt ihr uns aktuell gemeldet. In Bassum wird in der Siekerstraße Richtung Sieke vom Ortsausgang geblitzt und in Ritterhude Maslerfeld Richtung Autobahn steht direkt unter der Fußgängerbrücke ein mobiler Blitzer. Wenn ihr noch einen gesehen habt, könnt ihr uns ihn sagen. 0421 246 666. Wir reichen weiter. Donnerstag, 19. September mit Bremen 4. Bremen 4. Hier beginnt die Morgenshow auf Bremen 4. Ja. Das wird doch so nichts. Wir müssen hier ein bisschen nachladen. Wir brauchen eine große Partie. Vielleicht. Bremen 4. Bremen 4. Das Bremen 4 Landwetter. 15 Uhr. Die 4 News. Bremen 4. Verkehr. Bremen 4. Bremen 4 kickt. Bremen 4.